Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Knitting Cats und Unicorns. Mein Name ist Annika und ich sitze hier auf meiner Couch in München. Hallo, viele Grüße aus Bayern. Ja, vielen Dank dafür, dass ihr wieder eingeschaltet habt, und auch heute zeige ich euch wieder, was ich so gewerkelt habe. Die letzten, ich glaube, 2 bis 3 Wochen waren es jetzt schon gewesen, eher 3, gell? Ach ja, legen wir doch gleich los. Ich habe 2 Dinge fertig bekommen. Einmal, und ich hoffe, ich habe mir nämlich jetzt hier nur so am Rande der Bande, wie man das so schön sagt, ich habe mir nämlich für mein Handy eine neue App heruntergeladen. Und wie ihr seht, hier ist das Mikrofon, weil da hat mir nämlich eine nette Zuschauerin unter das Video geschrieben, dass eventuell ihr die Ohren wegfliegen, wenn die Titelmelodie ertönt. Weil sie ja lautschalten geschaltet hat, weil sie mich sonst nicht versteht. Ja, und ich gestehe, bei manch anderen geht mir das auch so. Ich hoffe, es ist jetzt besser. Wie gesagt, ich habe mir jetzt eine App runtergeladen, die jetzt, weil wohl das Huawei, was ich ja habe, ich weiß, es heißt nicht Huawei, aber wenn da Huawei draufsteht, dann sage ich auch Huawei. So. Also jedenfalls das Huawei P20 kann das wohl nicht, dass es das externe Mikrofon erkennt. Und jetzt habe ich aber mich natürlich ein bisschen schlau gemacht und eine App gefunden, mit der man noch aufnehmen kann, also eine ganz normale Video-App. Und jetzt hoffe ich, dass das besser ist. Gebt mir doch gerne mal Feedback, weil, wie gesagt, mir geht es bei manch anderem auch so, wo ich mir dann, also wie gesagt, es fliegen einfach fast die Ohren weg. Und später, also ich weiß das ja jetzt schon mittlerweile bei denen, die ich schaue, dass ich es dann erst leise mache und dann auf volle Power. Man darf das dann nur später nicht vergessen, wenn man dann wieder normales Fernsehen schaut. Ja, egal. Kleiner technischer Exkurs. So, ich hoffe, es ist jetzt besser mit der Tonqualität. Wie gesagt, sagt mir gerne Bescheid, gebt mir gerne ein Feedback. Freue ich mich drüber. So, aber was hat sie fertig gemacht? 2 Dinge. Doch, ich glaube, es waren 2. Einmal, ich weiß gar nicht, ob ihr die überhaupt gesehen habt schon. Vielleicht, vielleicht auch nicht. Egal, jetzt seht ihr sie fertig. Und zwar die letzte Weihnachtsbestellung. Yay! Größe 38. Und ich hätte sie eigentlich auch auf so einen tollen Sockblocker tun können, gell? Ja. Anfängerfehler. Egal. Ja, und sie schauen, glaube ich, ein bisschen riesiger aus, als sie eigentlich sind. Jetzt auch hier so vom Bündchen her. Ach, und natürlich, auch dieses ist eine Dauerwerbesendung, gell? Haben wir das jetzt auch hinter uns? Denn ich halte Dinge in die Kamera und sage Dinge dazu. Ja, gut. Also, das hier ist die Regia Perfect. Moment. Hier unten in meinem Töpfchen noch. Die Banderole, das sind diese hier, also Regia Perfect. Die Farbe 7114. Und das sind, wie gesagt, jetzt ist die letzte Weihnachtsbestellung. Jetzt kann ich dann das Päckchen losschicken. Und ja, wie man vielleicht natürlich am Knäuel sehen kann, also das auch hier unten drin sitzt. Habe ich natürlich erst von außen angefangen. Da war ja auch ein gelber Faden. Ja, aber das war falsch. Egal. Das ist noch der eine Rest. Das ist eigentlich ganz praktisch, weil da kann man mal irgendwie noch mal ein Bündchen, eine Spitze und vielleicht auch die Ferse dann farblich absetzen und natürlich in die Decke reinstricken. Wo ich übrigens noch eine super Idee habe oder was ich gerne machen möchte, aber dazu später mehr. Wenn ich es nicht vergesse. Genau. So, wie gesagt, letzte Weihnachtsbestellung. Das soll Größe 38 sein. Da habe ich hier oben eben, ich glaube, 14 rein, 2 rechts, 2 links Bündchen gemacht. Ich habe auch irgendwie das Gefühl, jetzt mit der App ist vielleicht die Kamera auch ein bisschen besser oder kommt mir das jetzt nur so vor. Auch da könnt ihr mir gerne Bescheid geben.
Genau, und zwei rechts, zwei links Bündchen. Von oben gestrickt diesmal. Ich stricke ja nicht so gerne von oben, aber manchmal hilft es halt nichts, gell? Weil man weiß ja hier unten nicht, wie viel man braucht. Und ja, deshalb musste ich das von oben stricken. Aber ich habe mir das, ich glaube, bei der Yvonne natürlich von Verstrickte Pfoten abgeschaut, die nämlich erst hier oben eine Reihe rechts strickt. Weil ich stricke ja auf Rundstricknadeln, weil ja, mit dem Nadelspiel komme ich halt nicht ganz so klar. Ich komme irgendwie, jetzt hat man sich das so angewöhnt mit der Rundstricknadel und ja, gut. Aber das hier oben mit dem, dass man erst eine Reihe nochmal rechts strickt, wenn man die Maschenzahl angeschlagen hat. Ach, übrigens, genau, 60 Maschen habe ich angeschlagen und habe dann hier unten vier abgenommen. Also, dass ich dann 56 hatte und dann die Streifen gestrickt. Dann, ich glaube, nochmal 5 bis 6 Reihen glatt rechts, dann die Fishlips Kiss Heel, dann 3 Reihen, weil man nimmt ja hier von der Ferse her immer noch mal eine Masche jeweils auf an jeder Seite und die habe ich dann, also habe ich 3 Reihen dann mit den 2 Maschen mehr gestrickt, dann wieder abgenommen und dann 28 Reihen, glaube ich, waren es. Und dann eine Bändchenspitze. Und bei irgendeinem von den beiden Socken, ich meine, das ist mir auch noch nie passiert. Ja. Ich glaube, es war bei dem hier. Vielleicht. Ich weiß es auch nicht mehr genau. Bei irgendeinem ist mir jedenfalls, sind mir die Maschen von der Nadel gehüpft. Die letzten 3, glaube ich. Und ich, irgendwo habe ich die dann auch verloren. Aber naja, man kann ja alles ein bisschen kaschieren und verstecken. Also, fertige Weihnachtsbestellung. Check. Haken dran. Gut. Dann konnte ich noch, also das habe ich relativ am Anfang vom Oktober schon fertig gekriegt. Ich glaube, da war ich diesmal sogar relativ schnell für meine Verhältnisse. Am 5. habe ich angefangen mit dem Projekt und eine Woche später oder so war ich dann schon fertig, weil es ist halt natürlich, wenn man Vollzeit arbeitet, ne, dann bleibt da irgendwann nicht mehr so viel Zeit, weil man schläft ja auch noch, isst noch ein bisschen. Ja, da bleibt einem nicht so viel Zeit. Jedenfalls nehme ja auch ich an dem von Kopf bis Fuß Karl von der lieben Sarah von Sarah Linde liebt Wolle und Muckelpuh teil. Und da ist jetzt schon quasi der 2. Monat, also das 2. Projekt, und da war jetzt das Halsprojekt gewesen. Und das kam mir gerade recht. Denn das war eine Nummer aus unserem 6 in 2018. War schon ganz durcheinander, weil nämlich nächstes Jahr hat nämlich die Sarah, auch von Sarah Linde lieb Wolle natürlich, ausgerufen, ein 12 in 2019. Deshalb wollte ich jetzt 2012 sagen, was natürlich ein Quatsch ist, gell? Ein Schmarrn. Ja. Ja. Also. Nummer, ich glaube, 2 vielleicht, was auch immer, aus dem 6 in 2018. Dieses hier. Und das ist die Mrs. Watson und ich glaube, die Anleitung ist von Martina Behm, wenn mich nicht alles täuscht. Und ich habe das gemacht aus Gründelwolle, wie heißen die, Soft Socks? Die mit Kaschmir sind das, glaube ich, drin. Hier das Weiße. Sehr schön. Und das hier, das Blau-Schwarze, das ist ein Zauberball. Deine blauen Augen. Ja, und zwar auch zu. Huch. Was? Hat hier jemand seine Fäden noch nicht vernäht? Das kann gar nicht sein. Ja, gut. Die Fäden noch nicht vernäht. Ja. Ja, erst habe ich gedacht, das ist ein bisschen klein, aber jetzt geht es eigentlich, ja, hat es eigentlich doch eine ganz gute Größe. Man kann sich zumindest einmal so rumschlingen. Ich hoffe, es rauscht jetzt nicht wegen dem Mikro, aber so geht es ja noch. Also, ja. Genau. Fertiges Halsprojekt. Ging wirklich recht flott.
Aber wenn ihr es stricken möchtet, ich habe jetzt, glaube ich, das sind jeweils Fingerring. Von der Garnstärke her, ich glaube, es ist eigentlich mit Sport oder noch einem dickeren Garn ausgeschrieben. Dann wird da wahrscheinlich ein bisschen größer. Also, wie gesagt, wenn ihr das auch stricken möchtet, vielleicht ein bisschen dickeres Garn. Weil meins, es ist schon so, dass es noch passt, aber es könnte auch ein bisschen größer sein. Aber egal. Nun gut. Ja, das waren die fertigen Projekte. Dann habe ich weiter gestrickt. Nicht an meinem Fading Point, deshalb ja, brauche ich euch den auch jetzt nicht zeigen, weil euch, glaube ich, gar nichts dran gestrickt. Aber ich habe weiter gestrickt an auch Rochi Locatelli und zwar Like a Cloud. Jetzt, da fällt es mir wieder ein. Den Cardigan, ich glaube, da war ich das letzte Mal irgendwo hier am Rücken gewesen. Ich bin jetzt so weit, dass ich mir denke, okay, vielleicht von der Länge her passt, dass ich das Bündchen dran machen kann. Ich habe jetzt hier die Maschen einfach mal stillgelegt, weil ich auch da gerade mit dem Knäuel zu Ende war und bin noch am Überlegen, ob ich da vielleicht noch ein oder zwei Musterwiederholungen dran mache und dann das Bündchen, weil da hat mir die Yvonne schon gesagt, dass der doch noch ein bisschen in die Länge geht. Und ja, mal schauen, weil es soll ja ein Cardigan werden. Es soll ja nicht so ein Jäckchen werden, sondern ein bisschen länger, also so eine Art Mantel. Und ja, mal schauen. Stricken tue ich das Ganze aus Drops Alpaka in der Farbe 6347. Genau, und ich habe auch schon, wie man sieht, einen Ärmel fertig. Und hier habe ich sogar bis auf das hier unten, wie ihr seht, schon alle Fäden vernäht. Juhu! Ja, ich kann auch manchmal vorbildlich sein. So. Ja, also an dem habe ich sehr viel gestrickt, weil den möchte ich jetzt dann auch gerne mal fertig kriegen. Also da fehlt jetzt noch der zweite Ärmel. Und ja, ich stricke gerne Ärmel. Ich weiß, manche machen das nicht so gerne. Ich stricke das eigentlich lieber als den Körper, weil da ist halt einfach eine Runde kürzer als 200 bis 300 Maschen im Kreis. Und das finde ich dann immer wie so ein, ja, ein längerer Socken ist das ja einfach. Auch so von der Maschenanzahl meistens. Und ja. Ich stricke gerne Ärmel. Und ich stricke die auch gerne zum Schluss, weil jetzt zum Beispiel, also bei dem nächsten Projekt, das ist der Kunkelkall, den habt ihr vielleicht auch schon in manch anderem Podcast gesehen. Da stricken wir jetzt, da glaube ich, erst war es ausgeschrieben schon, dass man zuerst den Körper fertig strickt. Aber jetzt wurde es umgeschrieben, dass man zuerst die Ärmel strickt. Und ich meine, im Endeffekt ist es ja egal, man muss ja beides stricken. Oder was heißt muss? Man möchte es machen. Aber ja, ich stricke halt immer gerne zuerst den Körper, weil dann weiß ich, okay, da habe ich jetzt schon das so, wie ich es gerne haben möchte. Und das, die Wolle dann so verballert auch schon, wie ich das gerne möchte. Und bei den Ärmeln kann man ja das dann doch immer noch mal ein bisschen abschätzen. Okay, wenn es jetzt vielleicht die Wolle doch nicht ganz reicht, weil man ein bisschen knapp kalkuliert hat, dann kann man halt, was weiß ich, Dreiviertelärmel oder so machen. Und ja, wenn man halt dann für den Körper am Ende keine Wolle mehr übrig hat, ist das ja dann eher ein bisschen schlecht. Aber es ist, wie gesagt, ist ja vollkommen egal, weil eigentlich sollte man das ja so planen, dass man dann sich überhaupt keine Gedanken drüber machen muss. Genau. Ja, also der Kunkelkall. Wir stricken diesmal einen Pullover, kein Tuch. Und zwar den Wanderling von der Isabel Krämer. Ist jetzt hier eigentlich alles verkehrt rum oder täuscht es jetzt nur? Egal. Ist ja beim Pulli egal, ob der jetzt, aber ihr seht es ja an der Schrift. Genau. Und da ist gestern der zweite Stopp sozusagen durften wir anfangen. Und ich bin jetzt schon, muss nur aufpassen, weil da unten
sehr professionell meine Garnschale. In meiner Garnschale sitzt das Wollknäuel. Das ist natürlich sauber und ja, es ist eigentlich ganz praktisch, weil ich habe das dann immer so hier unten am Boden stehen und muss dann nur ziehen und nicht, wenn ich es hier zum Beispiel auf der Couch liegen habe, dass es mir dann irgendwie davon hüpft. Ja, also, so viel dazu. So, und ich habe vorhin, kurz bevor ich jetzt hier angefangen habe mit dem Video, habe ich noch die Ärmel abgetrennt. Deshalb hoffe ich jetzt, ich kann euch das alles so schön zeigen, das Konstrukt. Ja. Gut, vorne fällt nichts runter. So, das ist jetzt vorne. Sieht jetzt, glaube ich, kleiner aus, als es eigentlich ist. Und hier sieht man noch die Ärmel abgetrennt und die Rückseite. Ja, und ich bin ganz zufrieden damit. Also wie gesagt, hier sind die Ärmelchen abgetrennt. Da geht es auch, glaube ich, beim nächsten Mal dann schon mit einem Ärmel weiter. Jetzt so ein bisschen, ich glaube, ich bin ungefähr bei der Hälfte von dem Stopp, weil ich muss jetzt noch, ich glaube, 8 Runden stricken. Nee, 8 Runden nach dem Knopfloch. Und dann schließt man es zur Runde und dann darf man nochmal anstatt den ausgeschriebenen 10 cm 3 cm stricken, wenn ich das richtig verstanden habe. Am Körper. Und dann geht es mit dem ersten Ärmel los. Beim nächsten Mal, also nächstes Wochenende. Genau, und ich stricke das Ganze. Wie ist denn hier? Ja, ich stricke das Ganze aus der Wolle, die ich mir bei A Yarn Story gekauft habe in Bath. Julie Raislin in Lysu Fingering. Und da ist sogar 10% Seide drin. Deshalb weiß ich jetzt, warum das anstatt Geld Gold gekostet hat. Aber man gönnt sich ja sonst nichts. Ja, und das stricke ich momentan, weil ich glaube, für die Ärmel nimmt man dann nochmal andere Nadeln. Das stricke ich auf den 3,5er Chiagu-Nadeln. Ja. Genau, das waren die gestrickten Sachen. Jetzt muss ich, glaube ich, doch mal kurz aufstehen, um euch das zu zeigen, was ich als nächstes anschlagen möchte. Ich wollte es mir eigentlich noch hier neben mich legen, aber dann habe ich es vergessen. Moment, ich bin gleich wieder da. Vielen Dank fürs Warten, da bin ich wieder. Ja, denn als nächstes, ach nee, jetzt muss ich hier nochmal rascheln, hat ja die liebe Yvonne, ja, ich habe hier nämlich noch was vorbereitet und das stand jetzt natürlich auf der Anleitung, die ich euch jetzt zeige drauf. Ah, so ist das. Da hat nämlich die liebe Yvonne von Verstrickte Pfoten ihren nächsten Gala ausgerufen. Und da ich gerne ein bisschen Stash abbauen möchte, ja, versuche ich da jetzt bei solchen Sachen noch immer mitzumachen. Und ich hatte eh die An- oder hab die Anleitung, da habe ich mir gedacht, okay, Wolle habe ich auch dafür. Und ja, und das geht, glaube ich, entweder am 31.10. oder am 1. November los. Sie hat gesagt, am Feiertag, aber bei ihr ist nächste Woche der Feiertag wann anders, als er hier ist. Aber ich glaube, es geht am 31.10. los. Oder Yvonne, was sagst du denn dazu? Ja, jedenfalls möchte sie gerne die Martha stricken. Das ist so ein schönes Jäckchen. Da ist sie. Von Astrid Müller. Ja, und die finde ich, wie gesagt, auch sehr schön. Und zufälligerweise habe ich sogar auch die Wolle dafür. Nämlich Wollmeise Lace. Dieses schöne. Es ist jetzt ein bisschen röter, als es eigentlich ist. Es ist Nobody's Perfect dunkle Kirsche.
Wie gesagt, ja, jetzt so ist es eigentlich eher. Es ist nicht so knallrot. Und ich bin mir noch nicht ganz sicher, aber eventuell, weil wie gesagt, ich möchte ein bisschen Stash abbauen, aber ich weiß jetzt auch natürlich nicht, ob das dann Verschwendung ist oder ob es überhaupt irgendwas bringt. Eventuell möchte ich es gerne mit dem verstricken. Und auch die schauen jetzt so ein bisschen unterschiedlicher aus von der Farbe, aber eigentlich sind die sich doch recht ähnlich. Also das hier ist ein Malabrigo Lace. Ich muss nur gerade schauen, weil hier der Preis dran ist. In der Farbe Pagoda habe ich zwei Knäuel. Und ja, bin ich mir noch nicht so ganz sicher, ob ich es dann mitlaufen lasse oder nicht. Ja. Jetzt ist nur das einzige Problem an der ganzen Sache. Und ich meine, dieses Knäuel hier habe ich, glaube ich, jetzt schon seit anderthalb oder fast 2 Jahren in meinem Stash wohnen. Weil das habe ich mir relativ am Anfang meiner, ja gut, Strickkarriere kann man jetzt nicht sagen, aber meine in den Anfängen der Sucht gekauft. Und was ich aber immer mich gescheut habe, ist das Wickeln. Weil es sind 325 Gramm Wickeln. Dann habe ich mir immer gedacht, kann das nicht jemand anderes machen? Und die Simpsons-Fans und euch, die wissen, dass das jemand anders machen kann. Nämlich The Garbage Man Can. Oh yes, The Garbage Man Can. Ja, manchmal wünsche ich mir, dass dann hier auch so ein Garbage Man kommt, der sagt, hallo, ich kann das für dich machen. Aber ich werde mich irgendwann, vielleicht noch heute, selber daran setzen und vielleicht erstmal 5 Stunden lang wickeln. Aber es ist die Mühe ja dann auch wert, weil es kommt ja auch was Schönes raus. Ja. Ihr könnt mir ja auch mal gerne schreiben, ob das überhaupt Sinn macht, jetzt zum Beispiel bei der Anleitung und mit der Wolle, die ich zur Verfügung habe, ob das Sinn macht, die miteinander zu kombinieren oder ob ich mich einfach hiermit zufrieden geben soll. Ja, könnt ihr mir auch gerne in die Kommentare schreiben. Ja, dann ist noch was geplant zum Verstricken. Und zwar das letzte Projekt schon von unserem Sex in 2018. Es war auch sehr lustig am Freitag beim Würfeln, weil sich unsere Würfelfee sehr Gedanken gemacht hat, wie denn die letzte Zahl gewürfelt werden kann. Und ja, weil es halt einfach unsere Würfelfee ist, sie ist halt einfach super cool und sie hat gleich am Anfang die 3 gewürfelt. Das fand ich sehr lustig, egal. Bei mir kam dieses raus. Das ist, wie man hier schon sieht, mit einem schönen Drachen. Drachenwolle in der Farbe Ein und Alles. Und ich hatte mir da eigentlich dazu geschrieben, dass ich von, oh, wie heißt sie denn jetzt wieder? Das war auch so ein Sock-Pattern. Club, glaube ich, gewesen. Magical Melodies oder so. Und das waren dann die Krankheiten von Harry Potter gewesen. Und da gibt es dann noch eine Anleitung mit Dragonpox. Da habe ich mir gedacht, na gut, da ist das Wort Drachen drin. Weil ja, ich kann doch nichts dafür. Ich bin halt eher das Herr der Ringe-Lager und nicht eher Harry Potter. Ja. Ist ja auch gut, dass er da ist, aber gesagt, ich kann doch nichts dafür, ich bin halt Herr der Ringe. Ja, und genau, da hatte ich mir eigentlich, wie gesagt, diese Anleitung rausgesucht, aber ich hatte noch bei so einem anderen, bei einem Socken Mystery Knit Along, wollte ich eigentlich mitmachen und habe es aber natürlich, wie heißt so schön, den Schuss nicht gehört, den Startschuss und habe es verpasst, wann es losging. Und jetzt habe ich die Anleitung und das heißt auch Love to Dragons oder The Love of Dragons oder irgendwie sowas. Und das schaut eigentlich auch recht cool aus. Da bin ich mir noch nicht ganz schlüssig. Aber auf jeden Fall Socken. Ja, das ist so das, was als nächstes geplant ist. Und ja, dann habe ich noch ein paar weitere Pläne.
weil ja, wie gesagt, die Sarah von Sarah Linde liebt Wolle hat ja für nächstes Jahr die Idee gehabt, 12 in 2018. Und da habe ich mir auch gedacht, hey, da mache ich auch mit, weil für 12 Projekte hat man ja immer, wenn man süchtig ist, Wolle. Und ich möchte jetzt dann auch mal die Wolle, die man dann so kauft, vielleicht dann doch mal verstricken und was draus machen. Und da habe ich mir gedacht, hey, das ist doch eine coole Chance, das zusätzlich oder vielleicht sogar kombiniert mit dem 6 in 2019 dann zu machen. Und da habe ich mir nämlich dann gedacht, erst dann so, ja, 12 Paar Socken. Und dann hat, glaube ich, die Michelle war das gewesen von The Knitting Slaw. Ja, ich habe das nämlich mal nachgehört, wie man das wirklich ausspricht. Und ich glaube, es heißt einfach Slaw, sagt Google. Ja, jedenfalls die liebe Michelle hatte von Game of Thrones erzählt und dann kam mir doch die Idee, hey, 12 Game of Thrones Projekte 2019. Dann kann man nämlich zum Beispiel, auch wenn es vielleicht nicht unbedingt, also ich bin mir nicht ganz sicher, ob es was damit zu tun hat oder nicht, aber vom Namen her passt es ganz hervorragend, nämlich zum Beispiel auch den Winterfell-Cardigan stricken. Und da werde ich mir noch 12 Projekte und 12 Wollen dazu raussuchen und dann kann es auch schon losgehen. Ja, was ich auch noch machen möchte, ist zum Beispiel, nee, nicht zum Beispiel, weil nämlich meine, also wir hatten halt früher immer so einen schönen Adventskalender gehabt mit so kleinen Jutesäckchen, glaube ich, war das. Wo dann, also die hat meine Mom auch selber genäht und extra noch die ganzen Zahlen drauf genäht dann. Und das hing dann immer an so einem Kranz auch. Und da war natürlich dann früher mal irgendwas Süßes oder so drin gewesen. Und da habe ich mir gedacht, hey, das wäre doch eigentlich mal die Idee, auch die Restedecke ein bisschen voranzutreiben. Und zwar nicht, sich nochmal extra Wolle dafür zu kaufen, weil ich glaube, ich habe auch so genug Reste, dass man dann 12 Säckchen befüllen kann. Und dann habe ich mir nämlich gedacht, frage ich doch Mutter mal, ob sie die Säckchen noch hat. Und befülle die dann mit meiner eigenen Wolle und möchte es dann versuchen, zumindest, dann jeden Tag einen so einen Lappen, wollte ich schon sagen, einen Quadrat an der Restedecke stricken, weil auch die muss jetzt langsam mal ein bisschen vorankommen. Und ja, ich finde dann solche Events dann immer ganz schön, dass man ja so einen kleinen Push, so einen kleinen Anreiz halt bekommt, das dann auch endlich mal zu machen. Ja, und wer möchte, der kann dann natürlich gerne auch mitmachen bei so einem Adventskalender, kann sich auch selber was zusammenstellen. Und ja, das waren so die Projekte, weil ich mir gedacht habe, das möchte ich gerne als nächstes machen. Und was ich eventuell auch machen möchte, nämlich vielleicht dann doch mal ein paar von den Tüchern, die ich da so am Anfang auch gerade gestrickt habe, denen vielleicht doch oder ein neues Zuhause für die zu suchen, weil ja, man ist halt vielleicht doch nicht ganz so, man hat gedacht, es gefällt einem und dann hat es dann aber vielleicht woanders doch ein besseres Zuhause und vielleicht mache ich das mal bei Instagram. Ja, mal schauen. Genau. Dann kommen jetzt natürlich noch die Zuwächse und es war ja. War das letztes, nee, vorletztes Wochenende war das schon gewesen, der Wollmarkt in Vaterstetten. Und da war ich auch gewesen und habe dann auch ganz viele nette Menschen getroffen, also viele Podcaster auch und ja, auch ein paar Zuschauer und Zuschauerinnen. Das fand ich sehr nett. Und ja, war wirklich ein schöner Samstag war es, genau. Samstag gewesen. Wenn ich euch jetzt zeige, was ich gekauft habe, werdet ihr wahrscheinlich erstmal machen. Was ist denn da los? Denn ich habe gekauft, Achtung, einen Projektbeutel und noch einen Projektbeutel. Und das war alles. Ja.
kreative Pause das erstmal setzen lassen. Ja, ich habe keine Wolle gekauft. Und auch keine Nadel, nur die zwei Projektbeutel. Gut, und eine Saftschorle habe ich mir noch gekauft. Und ein Parkticket. 2 Euro, glaube ich, waren es. Keine Wolle. Ich habe mir auch erst gedacht, so, mein Gott, das kann ja gar nicht sein, aber irgendwie, also die hatten schon sehr schöne Sachen, aber irgendwie hat halt nichts so, ich sage immer, es hat gelacht. Andere sagen dann, es hat nicht Mama gerufen. Irgendwie hat da keins gerufen. Ist ja vielleicht auch mal nicht schlecht. Ja, so war das, der Wollmarkt in Vaterstetten. Bilder habt ihr mit Sicherheit schon gesehen. Weiß nicht, ob ich die euch nochmal anfüge, weil wie gesagt, das ist jetzt auch schon 2 Wochen her und mittlerweile habt ihr, wie gesagt, die Fotos von anderen auch gesehen. Und ich werde euch aber vielleicht was anderes anfügen. Und es kam dabei. Es ist auch was Lustiges. Und ja, wenn ihr keine Katzenliebhaber seid oder kein Interesse an Katzenvideos habt, müsst ihr euch das auch nicht anschauen. Aber ich habe ein bisschen Quatsch mit Mia gemacht, also mit unserer Katze. Und nein, es kamen dabei keine Tiere und auch keine Wolle zu Schaden. Es ist überhaupt nichts passiert, nichts Schlimmes. Ich habe nur einfach ein Experiment gemacht. Und wie gesagt, es ist überhaupt nichts Schlimmes passiert. Ja, wenn ich es nicht vergesse, füge ich es euch noch an. Genau, das war dieses. Dann habe ich mir aber doch noch was gekauft. Und zwar, da mich das nämlich die letzte Zeit immer ein bisschen genervt hat, dass hier meine ganzen Maschenmarkierer nicht mehr in das kleine Tupperdöschen, was ich sonst hatte, hineingepasst haben, habe ich mir gekauft. So was Schönes hier. Das ist, glaube ich, eigentlich so was wie ein Baukasten. Und da sitzen die jetzt alle drin. Und halt hier noch, also das ist die Lampe, das ist die Kopflampe, dass man auch zum Beispiel im Sommer dann hier die Tür aufhaben kann und einem nicht gleich die ganzen Mücken ins Gesicht fliegen, die reinkommen. Und die Nadeln und so weiter, dass das endlich mal ein bisschen seine Ordnung hat. Und das sind auch hier nämlich die Knöpfe, die ich sehr wahrscheinlich verwenden werde für meinen Wanderling. Diese Holzknöpfe. Da steht dann noch drauf Handmade with Love. Und die Annike, die wird sie vielleicht erkennen, weil von der habe ich die nämlich. So, die hat sie mir immer zur Bestellung mit dazugelegt. Womit wir auch beim Thema wären. Die liebe Annike von Pearl and Knit hat nämlich, ich glaube, vor 2 Monaten ausgerufen, dass sie einen Socken-Mystery Club, glaube ich, oder halt Woll-Mystery Club für 3 Monate macht mit dem Thema Disney. Und als Disney-Fan musste ich das natürlich haben. Und jetzt Achtung. Und ja, es ist Ende des Monats. Ihr solltet, glaube ich, die mitmachen, wahrscheinlich alle eure Pakete schon erhalten haben. Aber ich sage es trotzdem dazu, falls ihr es noch nicht bekommen habt. Achtung, ich zeige jetzt den Wollclub von der lieben Annike von Pearl and Knit Oktober in der pinken Tüte. Ich muss nur aufpassen, wenn ich das jetzt hier raushole. Sie hat sich nämlich da ein bisschen einen Spaß erlaubt und hat ganz viel Konfetti reingeschmissen noch. Jetzt muss ich schauen, dass das hier nicht überall. Na, es hängt auch an der Wolle. Ist auch noch was. Dieses schöne Ding hat sie nämlich gefärbt. Und das ist Alice im Wunderland. Und das ist inspiriert von den, da gibt es ja immer hier diese Bilder. Und da ist zum Beispiel, also könnte ich mir jetzt vorstellen, hier das Blau, vielleicht der Fluss und so. Also das ist schon wunderschön einfach. Und es ist so flauschig weich. Also ich weiß, bin mir noch gar nicht richtig sicher, weil es ist Merino-Sock, also 20% Alpaka, 60% Superwash Merino und 20 Nylon.
Und ich bin mir ehrlich gesagt noch nicht so ganz sicher, ob ich mir daraus Socken machen möchte, weil es einfach so schön weich ist. Muss ich mal schauen, ob ich irgendwas finde. Also es ist wie gesagt so flauschig. Vielen Dank schon mal. Also das ist der erste. Und es folgen noch zwei. Und ich bin mal, Achtung, Raschel und Konfetti. Ich bin mal gespannt, was sie sich sonst noch so ausgedacht hat. So, das war der erste Streich. Dann habt ihr es vielleicht auch mitbekommen, dass Hedgehog Fibers diese Sonderfarben für den Find Your Fade für die ursprüngliche Färbung nochmal neu gefärbt hat. Und ja, ich habe es mir auch gekauft. Ich habe mir nicht das komplette Set gekauft, sondern ich habe mir nur die drei fehlenden Farben gekauft. Das ist hier das. Einmal Harvest, Rosehip und Zari müsste das sein. Und das sind die Merino Singles. Habe ich noch eingepackt, weil dann kann ich sie nämlich auch gleich so verwenden. Das wäre vielleicht auch was für Sex in 2019, den Find Your Fade stricken. Genau. So, und dann habe ich mir, ich glaube, im letzten oder im vorletzten Video so gejammert, dass meine Früchtekollektion von dieser Rege ja nicht komplett ist. Und dann hat sich doch die liebe Steffi aus England erbarmt und hat mir die fehlende Melone geschickt. Also, es war jetzt natürlich nicht meine Absicht, wenn ich hier jammer, dass zumindest gleich geschickt wird, aber gefreut habe ich mich natürlich trotzdem. Und die Wahnsinnige, also eigentlich hatten wir gesagt, wir tauschen halt nur Knäuel gegen Knäuel, also ein Knäuel gegen ein anderes Knäuel. Und ja, ich habe mich da auch dran gehalten und kam mir dann schon ganz schlecht vor, weil es kam nämlich, wie gesagt, die liebe Steffi ist vollkommen ausgerastet und hat mir ganz viele Sachen geschickt. Und dann hatte ich mir auch erst gedacht, so toll, und ich habe voll das Loser-Paket geschickt. Aber ich habe mich trotzdem gefreut. Denn sie hat mir nämlich hier diesen wunderschönen Mini und ich glaube, das war Schibottgarne. Ist auch super weich. So ein Rest. Muss ich mal schauen, ob das für die Restedecke ist oder vielleicht doch für einen Socken, zumindest vom Bündchen her, dass das reicht. So, Verzeihung, ich glaube, dieses neue Programm hat hier einfach das Video gestoppt. Deshalb, das hat sie mir geschickt, Schibottgarne. Aber ich glaube, das habt ihr noch gesehen. Da hat es nämlich gerade blub gemacht und dann habe ich das gesehen. Das hier ist auch Single und schaut mal, wie schön das glitzert. Und da hat sie gesagt, das ist Julie Hooked. Ah, nee, wartet mal. Das habe ich euch doch einen Schmarrn erzählt. Das hier ist von Green Loft Yarns. Nee, West Green Loft Yarns. Das ist auch wunderbar weich. Schibottgarne ist dieses Glitzer hier. Glitterbots. Dann hat sie mir noch. Und die Annette wird jetzt ausrasten. Dann hat sie mir die Annette von, also die Sternenelfin Annette, weil guck doch mal. Ein Schaf! Und es hat einen runden Wollkörper und eine Wollmütze auf. Das ist von Yarndale. Total süß. Dann noch, hier so einen kleinen Pompom mit einer Teekanne, Maschenmarkierer. Und hier noch so was Schönes dran geklebt. Und natürlich hier die Wassermelone. Und wie gesagt, vollkommen wahnsinnig von Sherbans Crafts. Ich hoffe, ich habe es jetzt richtig ausgesprochen.
dieses wunderschöne Stück. Gerade hier, schaut doch mal diese schönen Sprenkel. Es geht eher ein bisschen so ins Babyblau. Es ist jetzt nicht ganz so knallblau, wie es hier ist, aber es ist wunderschön. Und das ist ein One of a Kind. Also da werde ich mir gut überlegen, was ich da draus mache. Und, huch, fällt mir gleich der Karton. Und Süßigkeiten. Voll süß. Also vielen lieben Dank, Steffi, nochmal. Und ja, ich habe mich wirklich riesig darüber gefreut. Die Melone. Und das andere natürlich auch. So, fertig geraschelt. So, habe ich denn noch was zu erzählen? Nee, ich glaube, das war's. Ja, dann gesagt, füge ich, wenn ich euch, wenn ich es nicht vergesse, füge ich euch das Video von der Mia noch an. Und nein, es kam wirklich niemand zu Schaden dabei. Ich bin mir ja immer nicht sicher, nicht, dass dann gleich Tierschützer oder so auf die Barrikaden gehen. Nein, ich mag meine Katze sehr gern oder unsere Katze und da würde ich natürlich nie irgendwas tun, das ihr irgendwie schadet. Normalerweise macht sie auch eher mit, aber das ist mal wieder. Aber ich möchte nicht zu viel verraten. Genau. So, dann sehen wir uns nächsten Monat wieder, hoffentlich. Und ja, dann wünsche ich euch noch einen schönen Sonntag. Werkelt fleißig. Und ja, bis demnächst, bis nächsten Monat. Tschüss. Hallo zusammen, wir machen jetzt einmal den Test. Katzen und Wollknäule. Man nehme eine Katze. Hier. Und ein Wollknäuel. Es geht los. Schade, Test nicht erfolgreich. Mia hat heute keine Lust. Wir versuchen es später noch einmal. Versuch Nummer 2. Vom Experiment Katzen und Wollknäule. Man nehme nochmal eine Katze und ein Wollknäuel. Es geht los. Diesmal ist der Test etwas erfolgreicher, aber naja.